Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute ein Part 6 von Dead Space. Zuletzt waren wir hier stehen geblieben und ja, was ihr dann vielleicht nicht mehr mitgekriegt habt, weil ich die Aufnahme beendet habe, ich wurde von hinten nochmal angegriffen, deswegen habe ich jetzt auch ein wenig weniger Leben. Das war jetzt Deutsch, oder? Egal. So, wir müssen... Ah ja, wir sollen jetzt hier wieder zum Quotenneger zurückgehen. Wo ich mir aber schon fast wieder sicher bin, dass zwischendurch noch irgendwas passiert. Weil ich denke mal, so einfach kommen wir da jetzt auch nicht hin. Weil es wäre ja jetzt vielleicht schon mal gechillt bis dahin laufen. Und wir haben hier nochmal Muni liegen lassen vom Part 5. Ja. Ich kann ja... Ey, eine Kiste! Yay, Munition! Ich weiß gar nicht mehr für welche Waffe, aber egal! Ja. Gar nicht wohin. Ah, das willst du von alleine, bin ich mir sicher. Kapitel 3. Kurskorrektur. Ich denke mal, so schnell ist das Spiel auch nicht vorbei. Ich denke mal nicht so, dass ich unter 10 Parts. Wir speichern den Fortschritt. Da. Annehmen. Mit Absicht so. Mit Absicht. Kapitel 4. Bevorstehende Vernichtung. Zerstören Sie Sicherungen, um. Nee, auf zu schnell wegzugehen. Hurensohn. Was ich mies finden würde, wenn man einfach sich umdreht, auf einmal steht da so ein Bastard, Alter. Waren die hier schon mal? Ah. Kommen Sie. Kentra hatte recht, das AA-System ist total abgeraucht. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu reparieren. Kentra, wenn Sie mich hören können, versuchen Sie bitte, die Schiffsprotokolle einzusehen. Scheinbar haben Sie von dort aus besseren Zugang. Wann wollten Sie uns von dem Artefakt erzählen, Hammond? Sie wissen schon, dieser Marker. Davon weiß ich nichts. Er wird in den Berichten des Kapitäns erwähnt. Sie haben ihn vom Planeten hochgebracht. Er ist auf dem Schiff? Im Frachtraum. Sie glauben, er stammt von einer außerirdischen Intelligenz. Keine Ahnung, was es ist. Ach was. CEC wusste nichts darüber. Sie lügen doch. Augenblick mal. Ich bin hier nicht der Böse. Wir sind gerade alle etwas aufgewühlt. Sie werden mir einfach glauben müssen, dass ich nichts darüber wusste. Wir haben das Trümmerfeld erreicht. Bringen Sie uns zum Cockpit des Captains, ich werde Ihnen später alles erklären. Ah ja, okay, das AA-System ist kaputt. Hm, genau. Verstehe ich. Ich denke mal, hier passiert eigentlich nie was, so direkt am Anfang. Medikit! Das sieht schon wieder so fail aus, ja, im ganzen Raum. Einfach so steht ein einziges Medikit. Und nichts passiert. Warum nicht? Das ist doch langweilig. Von sowas erwartet man eigentlich, dass was passiert. Ja. Okay, also ich soll jetzt ihn zum Cockpit bringen. Aha, Cockpit. Pitcock. Sieht mir jetzt schon wieder nicht so aus, als wäre ich hier willkommen. Na, läuft bei dir. Die Penishand! Hast du gesehen? Die Penishand! Boah, Alter, lass mich doch, Alter, du. Ich soll mal nachladen hier. 12 Schuss, Alter, damit reiß ich doch nicht. Schau! Komm, ich hätte gerne so eine Level 3 Ausrüstung, bitte, Alter. Ja. Warum kriege ich keinen Level 3 Aufzug? Haben wir nichts mehr? Da, was kommt? Ne, Staatspaket behalten wir. Behalten wir auch. Behalten wir. Das könnten wir verkaufen. Verkaufen, ja. Was haben wir noch? Medipack groß. Dann können wir ja das Medipack klein verkaufen. Gibt zwar nur 1000, aber ist mir egal. Dafür die Strahlenkanone. Wo war das jetzt? Ah, hier. In den Safe. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das noch. Munition für Reaper. Ah, hier, das ist die Kettensäge. Nochmal 4 Stück. Können wir auch erstmal in den Safe, weil wer weiß, vielleicht brauchen wir den noch. Ich weiß jetzt zwar nicht ganz genau, weil ich den noch nie benutzt habe, so an sich. Ah, verdammt. Ich kann ja. Dam. Ich kaufe mir doch letzter Zeit eh nicht großartig was. Ah,
habe ich erstmal Knoten gekauft. Ich glaube, jetzt habe ich 3 oder 4 Knoten. Ich weiß nicht, wie viel ich im Part 5 eingesammelt habe. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und müsste ja nicht eigentlich irgendwo der Quotenneger hocken? Oder bin ich alleine im Kopf? Boah, dammit! Hä, wo wollt ihr mich hinbringen? Wollt ihr mich verarschen? Achso. Ah, ich hör's doch schon wieder. Wir sind nicht alleine. Aber mir macht dieser Penner da Angst, dieser Penis wieder. Also der Penis von Part 5, Alter. Der mich einfach so festgehalten hat. Den ich nicht brechen konnte. Ich weiß gar nicht, wo wir lang raus müssen. So. Ah, okay. Also Leute, ab hier würde ich mich selbst erschrecken. Hier habe ich echt. Was? Ja, ja! Falls es gelesen hat, das ist hier so Level 3 Aufzug. Die Türen können wir nicht öffnen. Mach mal nur. Also Level 3 Anzug können wir uns jetzt holen. Da! Isaac, Mann, haben Sie mich erschreckt. Ich werde hier noch zum Schisser. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Hören Sie, ich weiß, dass Kent von mir nicht traut. Ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Das Chaos da ist das Asteroidenabwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens 3 Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brückensecurity. Ja. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Ach, übrigens, Isaac. Ich habe keine Ahnung, was es war. Habe es auch nur kurz gesehen, aber es war riesig. Gewaltig. Okay, Brudi. Dann kein Problem, Mann. Das schaffen wir. Ah ja, okay, ich wollte schon sagen, wenn da eins ist, muss da hier auch eins sein. Yay, Medikit Power Fick. Oh yeah, Plasmakarte. Jo, wie viel Muni habe ich eigentlich? Ich könnte mal. Ich glaube, ich wechsle da doch lieber zu denen, weil für den habe ich einfach mehr. Boah, Leute. Scheiße! Jared! Ich dachte, der wäre tot, als ich die Karte verrichtet habe. Diese Scheißdinger sterben nicht einfach so. Natürlich sterben die nicht, Alter. Sie hätten ja gedacht, oh ja, du sterbst, wenn ich so eine Kapsel einstecke. Die werden mich ficken, Mann. Oh, ja, ich krieg mit, das könnte jetzt richtig übel werden. Ich speichere zur Sicherheit mal. Habt ihr gesehen, Teil 5, Alter, wäre ich fast abgekackt, ey. Runter, runter. Weg. Yep. Diesmal bin ich ein wenig vorbereitet. Ich habe ja schon die Zeit eingestellt. Ich hab's doch schon wieder gehört, Alter. Wo ist der Ficker? Wir müssen da noch. Ja, vielleicht schaffen wir es zum Shop ohne irgendwelche großartigen Probleme. What is that? Den in den Rücken, Alter. Ah! Hurensohn! Hurensohn! Ich habe mir gesagt, ich soll in den Rücken schießen. Wenn er jetzt seine Freunde ruft, Alter. Oh. Ich
weil ich ja keine Muni mehr für den Scheißteil, Alter. Ah, nicht lecken, nicht lecken. Ah, du Hurensohn. Quarantäne aufgehoben. Du bist so ein Ficker, wegen dem hab ich so... Keine Munition! Und ich kann ihn nicht. Lol, jetzt ohne Spaß, ich konnte den Arm abtreten. Muss lang, ich muss da lang. Alter, was für ein Ficker. Das ist gruselig. Yeah, Energieknoten, so verfickten Ficken. Scheiße, Mann. Nee, hier kommt eine Werkbank. Aber überlegen. Chinesemodul. Achso, ja. Trefferpunkte. Haben wir hier so? Aber wir haben 5. Okay, finde ich gut. Ja, wenigstens haben wir ein bisschen Luft gemacht. Luft ist gut. Wir machen den Plasma-Cutter, also ich nicht, ihr könnt mir ja mal so in die Kommis schreiben, was es jetzt nun besser ist, der Plasma-Cutter oder das Maschinengewehr. Was? Kein angrenzender Knoten entdeckt. Zum Schrollen? Ach so, okay, ja, nee, ich hab hier den Zwischengang hab ich nicht gesehen. Ich dachte, da wäre jetzt hier auch so eine Linie. Okay. Kapazität. Weiß ich jetzt nicht, was das so bedeutet. Ich glaube, dass wir mehr Muni haben, oder? War das so? Kapazität, mehr Muni? Oder? Ja, hier mehr Muni, zwar. Okay. Jetzt bin ich am überlegen, ob das wirklich so nötig war, weil wir nicht um 2 mehr Schuss haben. Ist ja egal. Ja, Plasma-Cutter. Komm nochmal. Juhu! War ja schon fast wieder richtig, dass ich für den Plasma-Cutter gemacht habe. Ich hätte jetzt zu gern hier ein bisschen Schaden gemacht. Atrium-Aufzüge sind jetzt online. Und jetzt? Achso, ich muss wieder zurück. Ach, ich muss da hin. Ah, okay. Ah, hier machst du stehen oder was? Alter, der hat mir richtig Schaden zugefügt, der Penner, Alter, das hab ich gar nicht gesehen. Das ist Meuterei. Ich bezichtige Sie alle der Meuterei. Kein sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Matthias für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terence, bitte! Tut mir leid, Ben. Aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter! Ketzer! Haltet seinen Kopf! Mörder! Haltet ihn fest! Alter, hat er den echt getötet? Er ist tot. Sie haben ihn umgebracht, Doktor. Nein, es war ein Unfall. Ich musste ihn doch aufhalten. Nehmt den Doktor fest. Ja, verstehe ich jetzt nicht. War jetzt der Typ mit dem Messer oder mit der Spritze, der Doktor,
Und wenn ja, warum hat er den jetzt getötet? Und wieso war das jetzt ein Unfall? Der hat doch voll auf sein Gesicht gezielt. Also, check ich nicht. Juhu, da ist noch was, da ist noch was. Oh, Kohle, wow, brauche ich nicht, Mann. Das sieht doch schon wieder so derbst aus, Alter. Ich speichere einfach mal. Das war so ein übster Monster-Penis. Habt das gesehen, Alter? Mit so fette Penis. Das ist bestimmt wieder so ein Videolog. Jo. Was? Laserkanone, Schema erhalten. Hab ich jetzt eine Laserkanone? Ich muss eigentlich da lang, aber ich guck einfach mal, vielleicht gibt's hier noch was. Du willst mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass du tot bist. Darf ich doch, Alter. Der hat nicht. Oh, ich wollte fast sagen, Alter, der hat nichts liegen lassen. Muni, 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 Muschi, Muschi, Muni. Hier, Plasma-Kater! Engsisch, genug Muni für den ficken Plasma-Ficker! Ich wechsle mal kurz. Ja. Oh, ich schwöre, das mit der Steuerung wegen Waffen wechseln, das kriege ich nie hin. So, genau, die Waffe wollte ich jetzt haben. Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Ich überlege gerade welche. Das ist ja alles verzerrt, Mann, dumme Nuss. Okay. Mir jetzt erzählen, dass er mich findet oder was? Ah, okay. Wie lustig, Alter. Alter. Bittest du, mein Junge? Aber ich würde den gerne. Okay, umschubsen geht. Ziemlich was. Inventar voll, Alter. Okay, vielleicht alles ein bisschen wichtig. Das behalte das einfach mal. Entfernen. Weil ich denke mal, für Strahlenkanonen, die benutze ich eigentlich eh nicht. Ich frage überhaupt, wofür, warum für den. Lol. Denke ich mal Bock da jetzt reinzulaufen, einfach mal zu sehen, was mit mir passiert, ob ich da sofort sterben würde. Guck mal, da ist noch einer. Aber er kriegt mich nicht. Boah, zwei, Alter. Alter, ich hab den zwar getroffen, aber er hat. Der stirbt nicht. Alter, One-Shot, ey. Hast du hier deinen Kumpel bis hierher getragen? Komm, du hast ihm was liegen lassen. Er trägt doch seinen Kumpel bis hierher, Alter. Der ist ja nötig, ey. Notgeiler. Ah ja, okay, dachte, das kann, also kann man irgendwie verschieben. Was ist das? Straßestation, okay. Das ist das. Das hat sich schon wieder nicht so gut angehört. Das ist mal voll das fette Fick-Labyrinth, Alter. Ich mag das schon gar nicht. What the Ficker? Ich weiß gar nicht wohin. Ich weiß nicht mal, ob ich den töten soll. Aber irgendwie muss ich da hier.
genau, ich muss da irgendwie rankommen. Ja, das scheint wichtig zu sein. Kommt nicht speziell hin, da ist der läuft schon mit Absicht. Scheinbar tot zu sein. Stirb da einfach. Schade, ich bin nicht mal. Boah, lol. Was ist gerade passiert? Boah, Alter, hat der seine Tage, Junge. Ach, ah ja, okay, jetzt ist mir was eingefallen. Ah, ja, okay, das war aus Versehen, Mann. Schimmer. Zurücklatschen, na klar. Ich mit den ganzen Typen da messen. Alter. Ich will nicht mal gegen so einen fetten Spacken kämpfen, Alter. Das ist übrigens der Munitionverbrauch, Spaß, Mann. Oh. Ja. Scheiße. Das war... Das war nicht so geplant, würde ich mal meinen. Verdammt, dammit, ey. Oh nein. Okay, ich dachte schon, ich muss das wieder neu machen. Die Leichen sind jetzt verschwunden, finde ich. Okay. Aber man sieht, man könnte dran sterben, wenn das passiert. Okay, ich würde schon fast sagen, Alter. Diesmal ein bisschen genauer aufpassen. Ja, hier noch ein bisschen aufpassen. Hier war ich halt die Überlegung, ob man hier überhaupt lang kann. Hey, geil! Die hab ich voll übersehen, Mann. Ja. Aber ich glaube, es gibt bestimmt noch ein größeres Vieh, also ein viel größeres, weil das. Boah. So ein Hurensohn. Ich freue mich schon, wenn ich wieder im Shop bin, Alter. Ja, ich muss da wieder runter, okay. Ja, ich glaube, wir müssen da wieder in die andere Tür rein, so. Ah, ja. Kommt noch, kommt noch. Easy win, würde ich mal meinen. Also, ich fand das jetzt gar nicht so schwer. Apropos, schwer. Ich denke mal, der größere Peniswuchs, der mich in Part 5 erwischt hat, so an dem Bein. Ich denke mal, gegen den müssen wir auch noch kämpfen, aber wie man gegen den ankämpft, das weiß ich nicht. Das wird uns bestimmt auch noch gezeigt. So, Fly ist das wieder so Schwerelosigkeiten und dann fliegen halt so diese ganzen Gaskanister, fliegen dann halt um den Typen rum und auf die müssen wir halt schießen. Aber ich denke mal, das wird dann bestimmt noch so schwer, dass dann halt lauter Aliens ankommen und auf dich zurennen. Also lauter Einzelne.
Was denn? Wo denn? Oh ja. Nein, bitte nicht. Ah ja, stopp doch. Hier ist noch eins. Da. Wie der springt, Alter. Voll hässlich, Mann. Aber wie er rennt, das kommt schon ein bisschen geiler. Aber wenn das wirklich Aliens sind und eigentlich Menschen, die Mumus sind und so. Nein, halt so. Ach, jetzt soll ich da wieder runter, weil die mich rollen. Nee, warte, gibt's. Ist hier denn noch ein? Wir müssen sogar da rein. Okay. Das sind zwei. Na egal, ich geh da jetzt einfach rein. Es wird ja schon recht. Was? Lol, ich weiß doch gar nicht. Ich muss bestimmt in alle Ebenen. Würde ich mal meinen. Da habe ich aufgepasst, wo wir sind. Ich glaube, Ebene 2 waren wir, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet. Sie ist wieder ganz. Hier, Tempo. Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elisabeth. Was hat er gerade gesagt? Machen wir uns ganz. Das ist doch krank, der Typ, Alter. Speicher mal, der Typ macht mir zu sehr Angst, ey. Zerspastiker, Alter. Machen wir uns ganz, Butter. Na, und dann geht er. Wenn ich dich ganz machen soll, dann geht er nicht weg, Mann, du Behinderter. Dumm bist du eigentlich. Boomer! Die schlucken einfach deutlich zu viel, Alter. Für Scharsch muss der Typ hin. Hat er sich in diesen fetten Boomer verwandelt? Was man kann. Kann es sein, dass ich hier falsch bin, weil, ja, stimmt, kann das. Was macht dieses? Ich muss wieder runter, okay. Probieren wir es mal in Ebene 1. Ich denke mal, wir müssen so oder so nochmal alle Ebenen. Wenn es Ebene 1 nicht ist, dann ist es wohl Ebene 2. Hör mal zu, Altec. Ich bin die medizinischen Berichte durchgegangen. Diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu. Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, naja, bringen Leichen dazu, wieder andere zu infizieren. Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler. Verbindung abgebrochen, würde ich mal meinen. Ah, hier bin ich richtig. Das ist gut. Inventar ist voll. Ich könnte ja. Mir egal. Obwohl, ich meine, wenn wir zurückgehen, könnten wir es vielleicht wieder gebrauchen. Also deswegen lass ich einfach mal hier so liegen. Scheinen zwei Leichen zu sein. What the fuck? Also da komme ich nicht lang. Ah, wir haben jetzt sogar mehr Zeit. Ah, okay. Boah, Alter, der Schatten macht mir richtig Angst. Alter, Schwede. Herr, wo ist der? Ah, da. Okay, lol. Das ist schon creepy, so eine Sache, Alter. So richtig miese. Ah ja, okay, ich hab eins. Da kann man ja das hier so auf Schaden machen. Ich mal meinen.
So, haben wir das. Ich würde mal sagen, den nächsten machen wir dann auf Tempo. Tempo. Ich würde mal meinen, wir machen jetzt auch nur noch bis zum nächsten Speicherpunkt und dann hosch da einfach einen Cut rein, weil dann haben wir auch schon unsere Zeit weg. Ja, ich mach schon wieder viel zu lange. Ja. Was ich wenigstens noch bis dahin sagen kann, ich und Lakes, wir werden dann auch so ein Weihnachts-Special-Video machen, was dann vielleicht ein, zwei Stündchen gehen könnte. Ich hoffe, das stört euch dann nicht so, weil ich denke mal, so weit kann man... Okay, es könnte doch ein bisschen dauern. Ich denke mal, so 35 Minuten werde ich jetzt wohl aufnehmen. Mann, hätte mir nicht sagen können, dass ich da lang bin. Okay, du musst da. Ja, es sind so viele Türen offen, ey. Warum? Was gibt's hier so? Nicht viel, aber das. Was ist das? Textlock. Boah, wieder so ein Textlock. Oh, Mann. Ja, will ich aufheben. Warum kann ich. Vielleicht bestimmt den Textlock auf. So, hier, ich lasse das für euch auch ein bisschen drin, dann könnt ihr euch das durchlesen, wenn euch das interessiert. Mich nun wiederum nicht. Vielleicht kann ich mir ja zum Schluss kurz vor dem Ende so die ganzen Textlog raussuchen und das alles vorlesen. Und der chillt da oben ein bisschen, der hängt eine Runde ab. Nein, und dann kann ich ja von mir aus das alles mal so ein bisschen vorlesen, wenn ihr drauf versteht. Wenn ihr drauf Lust habt, aber ich rein theoretisch nicht, weil ich lese nicht gerne persönlich, also weil mich das so nicht interessiert. Und ja. Okay, da kommen wir nicht lang, wir müssen hier lang. So, den kann ich so nicht killen, pass auf. Ach, der ist schon tot. Ich wollte schon sagen, warum habe ich eigentlich keinen... Ich habe keine Muni mehr! Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Kontrollsysteme über Verteilerkästen umgeleitet. Ich habe ein Signal. Fast da. Ich das da hinten schon wieder sehe, Alter. Die hasse ich am meisten, die schlucken so viel. Was? Was, Mann? Ich bin Mr. T, Junge. Er lebt! Ich würde mich auch so mit dem prügeln wollen und so, aber da bin ich. Echt, da habe ich keine Lust dazu. Hä? Hing da nicht vor uns nur einer ab? Zweiten habe ich gar nicht gesehen. Okay, läuft bei denen. Okay, ich würde schon fast sagen, ich hätte das so, aber ich chill wenigstens mal so auf der Seite. Mal gucken, da gibt's ja irgendwas. Hallo? Nein, nichts? Okay, gut. Was ist das? Ah, hier dieser Flammenwerfer-Dingens-Munition. Ah ne, doch, eigentlich ganz geil. Was ist gar nicht so falsch? Was haben wir hier? Schema, Aufzug, Level 3, Laserknoten, Energieknoten, Schema, Energieknoten. Okay. Denk mal, wir entfernen einfach benutzen. Ah, wir konnten den benutzen. Cool, kein Ding. Nehmen wir das mit. Ich frage mich aber, ob das jetzt mehr eine Granate war oder ja, keine Ahnung. Wenn man das kennt, wenn man das so gedrückt hält, dann geht es ja so nach oben und. Also weil ich weiß. Oder war es nur so? Ach egal. Ja, war kaum. Ich wette jetzt so auf dem Rückwind. Kommt bestimmt was um 4, Alter. Nein, nicht. Dann okay, kommt halt kein Vieh. Ah ja, hier. Egal, wir kommen bestimmt eh nicht nochmal hier hoch. Dann kann ich das jetzt auch benutzen. Ich benutze das jetzt. Schluck den Scheiß. Das geht mir schon wieder viel zu lange, ey. Aber wisst ihr was? Ich schau da jetzt keinen Cut rein.
Komm, seid ihr wieder sauer auf mich. Ich denke mal, die Aufnahme wird X-Clay einfach so beendet, weil ich nicht meinen Speicherplatz ist letzter Zeit ziemlich knapp und so. Und dann, wenn die Aufnahme beendet ist, ist die Aufnahme beendet. Ich versuche wenigstens noch zu speichern und so für euch. Ja, ich denke mal, ich hoffe mal, dass einfach nichts passiert so. Und selbst dann können sie mich ruhig angreifen. Ich speichere jetzt die Scheiße. Und ja, dann würde ich mal meinen, wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut, haut rein. Tüdelü.